wenn man über Alltagskompetenzen spricht, meint man die Aktivitäten des täglichen Lebens. Also die Möglichkeit, oder die, sich an- und auszuziehen, sich im Bad zu versorgen, alleine zu duschen oder in die Badewanne klettern zu können, aber auch in der Küche etwas vorbereiten, eine kleine Mahlzeit vorbereiten. Das sind diese Alltagskompetenzen. Dann gibt es natürlich auch noch sogenannte höhere Alltagskompetenzen, Bankgeschäfte, Einkaufen, das Autofahren. Das sind natürlich die höheren, aber wir meinen die einfachen Alltagskompetenzen. In der Altersmedizin, in der Geriatrie ist vor allem die eingeschränkte Mobilität das größte Problem, was die Funktionalität und damit auch die Alltagskompetenzen einschränken. Denn Sie müssen sich vorstellen, jemand, der eine Gangunsicherheit hat, der Balanceprobleme hat, der Schwindel manchmal hat, hat Schwierigkeiten, sich an- und auszuziehen. Man muss sich hinsetzen, man steht auf. Schwierigkeiten, sich im Bad selbst zu versorgen. Die Dusche ist schon gar nicht mehr möglich alleine. Oder auch kleine Mahlzeiten vorzubereiten in der Küche sind sehr schwierig, wenn man sich umdrehen muss, bücken muss. Das alles führt zu einem Verlust der Selbstständigkeit und da ist die Mobilität, die Gangsicherheit das Wichtigste, was wir behandeln müssen. Die Verbesserung der Alltagskompetenz ist wirklich, beruht wirklich auf der Verbesserung der Mobilität, der Gangsicherheit der Patienten. Und dafür gibt es ein ganzes therapeutisches Team. Und ich würde gern sagen, wir hätten ein Medikament, was das macht. Aber es ist wirklich das therapeutische Team, was hier die Gangsicherheit, die Mobilität verbessert. Da sind zum Beispiel die Ergotherapeuten, die mit der Patientin, mit dem Patienten übt, wie man richtig aufsteht, wie man im Bad sich waschen kann, wie man sicher meinetwegen auch in der Küche arbeiten kann, wenn man sich bücken muss, wenn man etwas oben aus einem Schrank rausnehmen muss. Und dann gibt es die Physiotherapeuten, die gerade die Kraft- und Balancetraining mit dem Patienten übt, sodass die Mobilität und Gangsicherheit verbessert wird. Und zuletzt ist natürlich dann auch die Pflege gefragt. Und die Pflege in der Geriatrie macht eine aktivierende Pflege. Die Pflege pflegt nicht, sondern sie sagt dem Patienten, was sie machen müssen. Also zum Beispiel, stehen Sie jetzt bitte aus dem Bett heraus. Nein, versuchen Sie es auf der anderen Seite. Setzen Sie sich mal so hin. Hier, ich gebe Ihnen den Waschlappen, jetzt waschen Sie sich mal. Hier, ich zeige Ihnen, so geht es vielleicht besser. Sie unterstützt, aber sie aktiviert und lässt den Patienten wirklich die ganze Sache machen, sozusagen.